Wir gehen noch nach Deutschland. Da muss jetzt ein Blogger Strafe zahlen, weil er die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock beleidigt hat. Was weißt du zu dieser Geschichte? Das passt ja gut zu unserem ersten Thema, weil er hat es gewagt, die Wahrheit zu sagen. Man darf ja auch in Österreich kaum noch die Wahrheit sagen über diese Auswüchse der Kriminalität. Und der Blogger, ein Starblogger, Tim Kellner, hat gewagt, Annalena Baerbock zu kritisieren und wurde jetzt tatsächlich dafür verurteilt. 8 Monate Haft auf Bewährung zwar, aber immerhin unfassbar, mit welchen Mitteln man da schon greift und wie repressiv hier der Staat auch hier sich verhält gegenüber Kritik, die ja noch möglich sein muss. Ja? Also es muss uns schon noch als Staatsbürger erlaubt sein, die Politiker und ihre Handlungsweisen zu kritisieren, ohne dass man dafür bedroht wird, ins Gefängnis geworfen zu werden. Das ist eine ganz fatale Entwicklung, sowohl in Deutschland als auch hier in Österreich. Da muss man ja auch aufpassen. Wir haben vor kurzem über das Privatleben eines Politikers auch geschrieben, wie charakterlich bedenklich das Ganze ist. Und auch der will uns niederklagen. Ja? Also da sieht man schon, wie diese Politiker arbeiten. Sie selber teilen aus. Die Frau Baerbock hat immerhin gleich Russland so nebenbei den Krieg erklärt. Wir haben damals berichtet. Also die sind recht kräftig im Austeilen und im Kritisieren, aber haben selber eine sehr dünne Haut. Muss man da schon wirklich davon reden, dass da Menschen mit Mitteln der Justiz einfach mundtot gemacht werden, wenn man das nicht hören will, was sie sagen? Faktum ist das, ja. Natürlich wird sich der Herr Kellner noch einmal überlegen, ob er die Frau Baerbock verspottet oder attackiert oder beleidigt vielleicht sogar. Naja, also es gibt da die eine Seite, den Herrn Kellner, der wird mit 8 Monaten Haft bedroht. Der Herr Böhmermann von der linken Seite, der darf Sebastian Kurz mit Hitler vergleichen. Und es passiert nichts. Ja, also es ist ja auch immer dieses zweierlei Maß. Die linke Seite, die darf jetzt natürlich Politiker beschimpfen und beleidigen, aufs Tiefste auch. Das ist alles Satire und sogar die Frau von Sebastian Kurz, die darf man oben ohne zeigen, auf einem Cover, alles lustig. Sogar der Presserat, dieses linkslastige Gremium, hat das auch abgesegnet. Man darf die Lebensgefährtin und Frau des Ex-Bundeskanzlers oben ohne auf einem Cover zeigen. Das ist alles Satire, das ist alles erlaubt. Wenn man aber eine Grüne beleidigt und sagt, naja, sie hat vielleicht nicht alle Tassen im Schrank, wenn sie Russland den Krieg erklärt, was vielleicht die Mehrheitsmeinung sein könnte, dann kriegt man einen Strafbescheid von 8 Monate Haft. Schauen wir mal, ob es durchgeht. Er ist ja in Berufung. Also schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt.